Name ist Aida Loos und ich bin Kabarettistin. Eine Frage, die mir in dem Zusammenhang ganz oft gestellt wird, ist: Ja, Aida, wie ist das so als Frau im Kabarettbereich? Naja, was soll ich sagen? Es ist eigentlich wie als Mann. Nur dann halt ohne Hoden. Also, besser. Ich habe mich heute übrigens selbst gegoogelt. Also, das mache ich eigentlich jeden Tag. Tausendmal. Aber heute habe ich auf Google Aida Loos eingegeben. Und das Erste, was Google mir vorgeschlagen hat, war Ehemann. Echt jetzt? Ist es echt das, was sich am meisten an mir interessiert? So schaut's aus. Muss ich jetzt was über meinen Ehemann erzählen, oder was? Die Frage, die mir zu ihm am häufigsten gestellt wird, ist: Dein Mann, ist er auch Perser? Ja, fast. Er ist schwächerter. Aber er schaut tatsächlich ein bisschen so aus wie ein Perser. Er hat überall Haare. Überall. Und ich glaube, meine Mutter, die wollte insgeheim immer, dass ich einen Perser heirate. Und ich muss sagen, ein Teil von mir wollte das auch. Aber ein anderer Teil von mir wollte einfach einen Mann, der, naja, groß ist. Und das ist er. Er ist 1,90. Ich bin 1,60. Aber das ist auch der Grund, warum wir uns so gut verstehen. Ja? Wir führen eine ganz klassische Fernbeziehung. Ja? Ich sehe seine Hoden öfter als ihn, wirklich. Typmäßig ist mein Mann so ein bisschen sein Natur-Pur-Typ. Also er findet mich zum Beispiel auch ungeschminkt am schönsten. Und ganz ehrlich, nein. Also, ich kann einfach nicht ungeschminkt das Haus verlassen. Also ich kann schon, rein theoretisch. Aber jedes Mal, wenn ich ungeschminkt das Haus verlasse, reden die Leute gebrochenes Deutsch mit mir. Wirklich, da vor kurzem wieder in der Steiermark waren wir auf Urlaub, ja, und ich war in so einem Trachtengeschäft alleine und die Verkäuferin so zu mir: Du haben Dirndl? Und ich spiele dann auch immer so gern mit, muss ich sagen. Sag also: Na, nix haben Dirndl. Wollen Dirndl? Na, nix wollen Dirndl, sonst hätten schon Dirndl. Aber du brauchst Dirndl. Jede Frau braucht Dirndl. Dirndl gut für jede Figur, schmeichelt jede Figur. Ja, aber ich habe einen Burka. Ich schmeiche doch. Woher kommen? Schwächert. Nein, meinen, woher kommen? Ursprünglich. Also ursprünglich kommen aus Dings da Wien. Nein, meinen, woher kommen? Original. So, original, warum nicht sagen gleich? Original, kommen aus meiner Mutter. Aha, na und was wollen Sie jetzt von mir, wenn Sie kein Dirndl wollen? Ja, weißt du, es ist so kalt draußen und mein Mann ist in die Berge Skifahren. Man liebt Berge, Wandern, Klettern, Skifahren. Ich hasse das. Skifahren, euer Deppertste, was man sich nur vorstellen kann. Erst. So, jetzt reicht's aber bitte. Gehen Sie wieder zurück in Ihre Mutter. Jetzt im Ernst, ich hasse Skifahren. Warum macht ihr das? Warum? Warum? Warum kreuzt ihr überhaupt einen Berg hinauf, wenn ihr dann eh wieder runter müsst? Warum? Warum sollte ich freiwillig, festgeschnallt auf zwei Brädern, in Todesangst und Eiseskälte, frierend, aber schwitzend, nicht wissend, welcher Volltrottel hinter mir ist und was der im Schilde führt, mein kostbares Leben riskieren, bitte? Warum? Wo es doch um den gleichen Preis Miami gibt. Achso, da darf ich jetzt immer hin. Ja, das habe ich ganz vergessen. Ja. Ja, wirklich. Es ist Iranerin. Die Perser geben ihre Staatsbürger nicht her. Deswegen darf ich nicht mehr in die USA einreisen, weil ich Moslem bin. Oh, jetzt kippt die Stimmung. Na, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Na, geh, na. Na, Entschuldigung, das wollte ich wirklich nicht. Na, ich bin nur auf Papier Moslem, okay? Ja. Was ist das? Ja, das heißt, auf Papier, ja, ging ich als Jungfrau in die Ehe. Trinke ich kein Alkohol. Esse ich kein Schweinefleisch. Aber Leute.
Die Wahrheit ist eine andere. Die Wahrheit ist, ich hatte auch schon vor der Ehe Sex. Meistens besoffen. Oft mit einem Schwein. Nein, wisst ihr was? Mein Mann ist total lieb. Er will jetzt unbedingt Persisch lernen. Und ich bringe das gerade so ein bisschen bei. Und ich bin draufgekommen, es gibt so total viele Eselsbrücken. Es ist ganz einfach zu lernen. Zum Beispiel, ja, das persische Wort Kir. Kir ist das männliche Geschlechtsteil. Ja? Also, Battle. Quasi. Aber das erklärt auch, warum ein Perser niemals auf einen Kirtag gehen wird. Ja? Kos ist das weibliche Geschlechtsteil. Das heißt, wenn jemand zu mir sagt, ich war im Sommer in Griechenland in Kos und es war sehr schön und warm dort, da macht das durchaus Sinn. Apropos, es gibt im Persischen auch das Wort Fut. Ja? Alle immer so, ich hätte Fut gesagt. Gottes Wort, Fut! Ja, aber ich meine, ich habe es nicht erfunden. Es gibt dieses Wort, es wird auch genauso ausgesprochen. Fut. Es bedeutet paradoxerweise Blasen. Also ausblasen, ja. Aber es ist dann jedes Jahr das Gleiche, wenn ich Geburtstag habe. Dann stehe ich eh schon vollkommen deprimiert vor dieser Geburtstagstorte, ja. Wenn ich ein Jahr älter bin und meine gesamte persische Verwandtschaft steht um mich herum und schreit mich an. Food! 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 Vielen Dank, Dankeschön. Meine Damen und Herren. Alter, vielen Dank.